Wollen wir uns hier oben raufsetzen und Bierdeckelchen machen? Wir brauchen jetzt eine Choreografie. Ich weiß, das ist nicht so leicht jetzt. Und ich müsste von euch einmal vielleicht euch fragen, ob ihr euch so wie ich auch jetzt hier hinsetzt. Aber das... Und eine, aber was denn? Nein, das sieht man, das gehört so. Nein, jetzt, wir machen eine Choreografie. Wir kriegen einen kleinen Trommelwirbel. Also. Brrr. Und dann so drum. Genau. 3, 2, 1 und... Ne? Ich wollte die Lampe hier nicht umschmeißen. Du bist doch ich saß schon halb auf der Lampe drauf. Hätte sich vielleicht schöner gefühlt. Nee, danke. Jetzt wirst du es nie erfahren. Nein, werde ich nicht. Okay, was lästern eure Frauen miteinander über euch? Das würde ich auch gerne mal wissen. Das ist ja, den hab ich geschrieben. Dann ist mein Feeling. Ich darf nicht die Herrschaft aus der Hand geben, das ist nicht gut. Seid eigentlich ihr oder die Shanties die älteste Boyband der Welt? Die Shanties. Könntet ihr euch das vorstellen im Alter so als Rap-Shanty? Vielleicht gibt es dann Rap-Shanty. Also ich kann mir das im Alter besser vorstellen als das, was wir machen. Wer von euch hat eigentlich die tollsten weiblichen Fans? Oder habt Thomas. Oder findet ihr euch wirklich? Also wir sind ja nicht die Fans. Ich kann das wirklich schlecht beantworten. Wir können das nicht beurteilen. Wir kriegen sehr wenig Liebesbriefe. Wirklich? Ja, und wir haben auch keine Marketing-Leute, die hinterher rausgehen und Fragebögen ausfüllen lassen, wer von wem ein Fan ist. Keine Ahnung. Was glaubt ihr, wer von euch am ältesten wird? Ich weiß, wer am ältesten wirkt. Ja, ja, aber redet ihr nicht manchmal drüber, was ihr glaubt, wer zuerst den Löffel abgibt und wo man sagt, hier, der Thomas D. ohne Fleisch und so, der wird 100. Wir machen schon immer Scherze, vor allem jeder vierte stirbt hier an Krebs. Was, ja. Also einen wird's erwischen. Wahrscheinlich wird der Thomas am längsten leben, weil er sich am... Das stimmt überhaupt nicht. Der ernährt sich, zwar ohne Fleisch, aber so, ungesund, wie man sich wie Thomas, also wie man sich ohne Fleisch so ungesund ernähren kann wie Thomas, das muss man erstmal hinkriegen. Was macht er denn ohne Fleisch, aber dann? Nur so Tofu-Ersatzprodukte und, ja, Nudeln, und Pesto. Nudeln und Nudeln mit Pesto aus der Dose. Ja. Wer von euch wurde am häufigsten verlassen? Also ich würde noch einmal verlassen. Dass du überhaupt mal verlassen wurdest, wundert mich. Naja, ist doch der schöne Michi. Ja, schön, schön vielleicht, aber innen drin, da sieht es ganz, ganz finster aus. Besucht ihr euren Thomas manchmal auf seinem Bauernhof? Und wie kein ist Bauernhof, es ist kein Bauernhof. Okay, aber wir wollten ja nicht über Thomas reden. Wir besuchen manchmal auf dem Hof, das sehr schön. Glaubt wir ihr arbeiten an, da auch. Glaubt ihr an Außerirdische? Nein. Doch. Sag mal, kann mir ein... Ja? Was, du glaubst an Außerirdische? Ach, kann ich ein Bild naja, okay, pass auf. Ja, mach. Okay. Jetzt, jetzt geht es erstmal wieder an nicht. Kleine grüne Männchen vielleicht nicht, aber. Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass in diesen großen, unendlichen Weiten der Mensch die einzige oder die, auf der Erde die einzige Lebensform. Ich liebe Instagram. Wo muss man denn vorne da auf den runden. Ach so, wo hast du mir jetzt gedrückt? Muss man nicht immer vorne auf den drücken? Jetzt mal mit den Shandys. Dankeschön, Entschuldigung. Jetzt kommt gleich was wieder auf eine nächste Frage. Nein, Punk ist tot. Wann ist der Hip-Hop dran? Das fragen wir uns auch schon seit 20 Jahren. Wer guckt öfter in den Spiegel oder wer öfter aufs iPhone? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, Hammer. Bist du eitel? Also eitler als Modo. Das ist eine Frechheit. Das stimmt doch, du rappst doch sogar. Wie bitte? Nicht eitel oder so. Ja, ja, das ist doch aber nur mein Alter Ego, Smoodo of the Mind. Außerdem bin ich in letzter Zeit etwas eitler geworden als damals. Warum? Siehst du auch besser aus als damals? Das hängt auch mit dem zunehmenden Alter zusammen. Was würdet ihr niemals zusammen machen? Schon klar. Ja. Wann hat Smoodo? Ich wusste nur, wie der Mund anfing, sich zu bewegen und noch nach Formulierung suchte. Aber was denn? Nein, ist schon klar, kannst du nachher drüber sprechen. Wann hat Smoodo dir das letzte Mal eingeblasen. Das sind nur so Fragen. Was gekocht, Michi, steht hier. Was gekocht, das letzte Mal, das ist noch nicht so lange her. Ich dachte, als wir in Hannover zu lang, weil Smoodo kocht sehr gut. Michi, was ist dein Fetisch? Weiß ich, keine Ahnung, hab keinen Fetisch. Nee, ich glaube, ich habe echt keinen Fetisch. Aber seinen Fetisch erzählt man doch wirklich auch nicht vor der Kamera. Nee, also wenn ich einen hätte, würde ich ihn wahrscheinlich nicht. Erzähl doch lieber was von einem Tetisch. Er ist aus Marmor.
was gegen Haarausfall? Du musst es ja nicht machen. Machst du was gegen Haarausfall? Nee. Nein, offensichtlich nicht.